Die Stadt Duisburg hat innerhalb nur eines Tages 112 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In Summe haben sich damit bislang insgesamt über 12.100 Duisburger mit Covid-19 angesteckt. Weil es gleichzeitig mehr positive Befunde gab als Genesene, ist auch die Zahl der aktuell Infizierten gestiegen. Sie liegt im Stadtgebiet aktuell bei rund 1.200. Auch ein neuer Todesfall infolge einer Corona-Infektion kam seit dem letzten Update zur Statistik hinzu. Damit sind bislang 212 Duisburger an oder mit dem Coronavirus gestorben. Über 98.000 Corona-Testungen sind im Stadtgebiet durchgeführt worden. Die 7-Tage-Inzidenzen sind im Bezirkevergleich im Duisburger Norden am höchsten. Negativer Spitzenreiter ist der Bezirk Hamborn mit einer Inzidenz von 287,6. Knapp dahinter folgt der Bezirk Meiderich-Beek mit einem Wert von 286,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Während die Inzidenz in Hamborn konstant hoch und in Meiderich-Beek sogar steigend ist, ist die Infektionsrate im Süden deutlich gesunken, von rund 271 auf 145,2. Grund für den hohen Wert in der Vorwoche waren die Ausbrüche in mehreren Seniorenheimen im Duisburger Süden. Bei einer Kontrolle zur Maskenpflicht in der Duisburger Innenstadt hat sich ein Duisburger am Montag der Anweisung von Polizei und Ordnungsamt widersetzt. Die Beamten sprachen ihn an, um seine Personalien zu klären. Der 39-jährige Mann reagierte aggressiv, spuckte nach den Ordnungskräften und versetzte einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes sogar einen Kopfstoß. Polizisten brachten den Mann zur Wache, ihn erwarten nun ein Verfahren wegen Widerstandes und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde dabei verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft hat der Feuerwehr Duisburg eine ausrangierte Straßenbahn zu Übungszwecken zur Verfügung gestellt. Die Rettungskräfte trainieren damit den Ernstfall, wenn es im Stadtgebiet zu einem Unfall im Nahverkehr kommt. Da es vergleichsweise selten zu schweren Straßenbahnunfällen kommt, sei gezieltes Training umso wichtiger. Rettungseinsätze bei solchen Unfällen erfordern spezielle Kenntnisse. Die DVG hatte die Straßenbahn, die über 3 Jahrzehnte auf den Linien 901 und 903 unterwegs war, im Rahmen des Sanierungsprogramms aufgrund irreparabler Schäden ausrangiert. Bei einem Autounfall in Duisburg-Aldenrade sind am Montagabend 2 Menschen verletzt worden. Eine 34-jährige Fahrerin hat beim Linksabbiegen von der Kolpingstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße einen Wagen übersehen, der in Richtung Marxloh unterwegs war. Beide BMW stießen auf der Kreuzung zusammen. Rettungskräfte brachten die verletzte Linksabbiegerin sowie den 26-jährigen Fahrer zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 17.000 Euro. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft passt ihren Fahrplan über die Feiertage an. An Heiligabend und Silvester gilt demnach für alle Linien der übliche Samstagsfahrplan. Die letzten Fahrten starten je nach Linie zwischen ca. 15 und 17 Uhr von den Endhaltestellen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan. An allen Feiertagen kommen in den Nachtstunden Nachtexpressbusse zum Einsatz. Mehr Infos zum Sonderfahrplan gibt es auf der Internetseite der DVG. Das Mörser Stadtmarketing sucht deine Maske für Mörs. Bis Mitte des Monats können Facebook-Nutzer beim gleichnamigen Designwettbewerb für ihre Favoriten abstimmen. Gesucht wird das Gewinnermotiv, das auf eine Maske gedruckt wird und voraussichtlich ab Anfang des nächsten Jahres in limitierter Stückzahl bei der Mörs Marketing erhältlich sein wird. Die Einnahmen sollen einem guten Zweck zukommen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 13. Dezember. Wenig Sonne, viele Wolken, so zeigte sich der heutige Dienstag in Duisburg. Ganz ähnlich wird's am Mittwoch. Der Himmel bleibt den ganzen Tag grau und bedeckt. Sonne gibt es kaum, dafür bleibt es aber trocken, bei Höchstwerten von kühlen 3 Grad. Am Donnerstag lockern die Wolken etwas auf und die Sonne kommt immer mal wieder durch. Insgesamt bleibt es aber eher bewölkt. Das Thermometer schafft es auf maximal 4 Grad. Und wieder ohne Sonne geht es durch den Freitag. Es wird grau und ab dem Nachmittag kann es auch oft nass werden. Die Werte bewegen sich zwischen 1 und 5 Grad.
Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird morgen wieder vielerorts das Tempo kontrolliert. Geblitzt wird unter anderem auf der Koloniestraße in Neudorf Süd und auf der Franzstraße in Hochheide. Dazu behindern viele Baustellen die freie Fahrt. In Neumühl ist die Fiskusstraße aktuell gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Einmündung in die Almastraße und der Kreuzung Stuttgarter Straße-Albert-Einstein-Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 11. Dezember abgeschlossen. Und in der Altstadt gibt es Einschränkungen auf der Unterstraße. Die ist aktuell zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schwanenstraße umfunktioniert. Am 10. Dezember soll der Weg hier wieder in beide Richtungen frei sein. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt.